Jo, während wir jetzt darauf warten, dass das hier alles fertig wird, würde ich mich ganz gerne um die Stromversorgung kümmern, weil wir werden viel mehr Strom brauchen. Und um Baumfarmen, in der Hoffnung, dass wir dadurch das mit dem Smog noch ein wenig besser eingedämmt bekommen. Also ja, es sieht momentan gut aus, aber sobald wir mehr Boiler aufstellen, um mehr Steam Engines zu betreiben, werden wir doch wieder mehr Smog haben, der ja richtig schön hier in Richtung Gegner weht. Aber erstmal Kisten befüllen. Vielleicht nicht zum letzten Mal, aber zum vorletzten Mal. So, du kriegst jetzt genug für die Chips. Tränke nehme ich mit. Du brauchst grüne Ärmchen. Du hast schon bekommen, ja. Hier, du bekommst die Chips. Auch wenn es nur 3 sind. Da. Du bekommst 50 davon. Die 21, die wir da haben, die verarbeite ich mal zu ein paar von den grünen Ärmchen. So. Das forscht also, das läuft, ist okay. Fuelblocks abholen bei Zeiten. Aber das Ding hier. Ich würde gerne das hier auf 3 Steam Engines erweitern und dann noch 2 Reihen A3 Steam Engines daran bappen. Das heißt, ich brauche Boiler. Das heißt, ich brauche Secondary Steam Engines. 5 Stück klingt gut. Also 2 Stück hier dran und dann nochmal 3 da. Dann brauche ich auch noch eine Dietech-Maschine. Ich brauche keine Pumpe, nein. Ich brauche Rohre. Immer noch ein cooler Sound. Ich brauche Rohre, ich brauche da und da und da Poles. Ich brauche da, da und da Kisten. Ich brauche mehr Kisten. Na, keine Schlagkisten. So. Dann kommen da und da noch Boiler hin. Dann haben wir Liquid Handler. Haben wir 5 Boiler für 3 Steam Engines. Das sollte ganz gut hinhauen. Du kannst schon mal dahin. Habe ich jetzt alle gelben Ärmchen verbraucht? Nein. Mach mal da und da und da und da. Könnte sich sogar einigermaßen aufgehen. Jo. So sieht das dann später aus. Secondary Steam Engine. Mal gucken, wie das jetzt hinhaut. So. Also ja, Temperatur geht runter, Performance geht runter, aber das ist jetzt, weil das ganze Wasser da erstmal reinspült. Wenn es erstmal da ist, sollte sich es auch wieder ein wenig erholen. Trotzdem kann ich ja schon mal die Boiler da hinstellen. Und provisorische Holzkiste dahin. Wir haben keine Fuelblocks. Dann brennst du bitte erstmal das Holz hier weg. Und du das Holz hier weg. Auch wenn ich das eventuell später verfluchen werde, aber wir haben eigentlich ziemlich viel Holz hier in der Nähe und wir können jetzt ja auch selber Bäume anpflanzen. Im Gegensatz zu Gummibäumen. Ne? Das heißt, die sollten jetzt auf 100 kommen. Ich hätte gerne hier auch mehr Licht. Zing, zing. Ritt. So. Kiste setzen, Kiste hinpflanzen. Noch mehr Kisten bauen. So, ich brauche auf jeden Fall mehr Fuelblocks. Ich brauche hier einen Liquid-Händler. Shift rechts, Shift links. Dann brauche ich auch noch 1, 2, 3 Boiler. 2, 3. Dafür brauche ich schon wieder Holz. Aber ja, wir kriegen Holz echt schnell. Das ist kein Problem. Ja, das schaut doch super aus. 100 Temperatur. Performance fast komplett ausgelastet. Das heißt, die Jungs hier arbeiten fast gar nicht mehr. Ja, gehen nur noch ganz selten an. Das heißt allerdings auch, ich kann die Fuelblöcke hier ein bisschen reduzieren. Ich packe denn überall nur 100 rein, weil die ja eh nur um 0 voll angehen. Kohle hätte ich eh ganz gerne so. 100, 100. Es wurde übrigens vorgeschlagen, dass wir hier unten noch einen Zugang machen. Also mit 2 Untergrundrohren einfach. Halte ich nicht so viel von. Denn ja, es kommen ja bald die Roboter. Dann muss ich hier nicht mehr von Hand befüllen.
weil dazu müsste ich dann alles wieder abreißen und wieder alles wieder aufbauen und wir hätten währenddessen einen Stromverlust und nee, das muss nicht sein. Also, 100 da, 100 da, du raus, du rein. Brauchen eigentlich auch ein bisschen mehr als 100, ne? Ja, also wir sollten auf jeden Fall mehr Fuel Blocks holen, weil das wird hier recht schnell verballert werden. Die da verbrauchen jetzt gar nichts mehr, dafür sind die alle durchgehend auf Hochtouren. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Da, da, da. Boiler, Boiler. Rohre. Oh, da kommt noch ein Boiler hin. So. Also theoretisch könnte das jetzt hier arbeiten. Praktisch tut es das nicht, weil nicht genug Fuel Blocks da sind. Ist aber kein Problem, weil Stromversorgung ist gegeben. Sie ist komplett gegeben durch die sauberen Steam Engines und im Notfall wäre sie auch noch gegeben durch die dreckigen. Die dreckigen würde ich aber übrigens ungern reduzieren wollen. Also ich denke, ich mache hier auch noch eine Reihe rein, dass wir dann insgesamt 12 dreckige Steam Engines haben, die im Notfall anspringen können. Das sollte ein ordentliches Backup-System sein. So, gib mir die da. Hau die Hälfte da rein, Zahnräder da rein. Gib mir die. Mach. Was? Waren das alle? Wow. Okay. Tu die bitte da rein. Weil es bringt mir nichts, wenn wir die ersten hellblauen Tränke haben. Aber mit den Grünen hinterherkommen. Wobei das eigentlich momentan ganz gut aussieht mit den Grünen und Roten. Da, nimm. Das heißt, du brauchst die Äpfchen. Rote Chips hast du noch, aber nicht mehr so viele. Gib mal her. Tu die da rein. Und dann stell ich davon welche her. Dum, 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 dum. Schnapp mir davon noch mehr, schnapp mir davon noch mehr. Lalalala. Also ja, es war definitiv nicht das letzte oder vorletzte Mal. Ich werde den Kupfer reinlegen. Aber es kommt immer näher. So, ich hole jetzt Fuel Blocks ab. Während ich da unten bin, was sollte ich noch machen? Ich sollte gleich allgemein meinen Eisen- und Kupferbestand mal wieder auffüllen. Wenn genug Eisenplatten da sind, hole ich auch noch Stahl. Nehme ich dich mal mit. Nimm euch mal mit. Nehmen wir mal die Hälfte von den Chips wieder mit, weil ich brauche die oben dringender. Und hier schaut auch gut aus. Gib, gib, gib. Wow. Okay. Das sollte reichen. Oh, hier fehlt was. Das da fehlt, ne? Genau. Also Schwefelsäure ist nicht ganz so viel, aber wird auch nicht so häufig verbraucht. Du brauchst Capacitors, die ich nicht abgeholt habe. Die 61 Batterien dürften aber erstmal eine Weile reichen. Petroleumgas staut sich. Leichtöl staut sich, obwohl wir es durchgehend verbrauchen. Schweröl wird langsam ein bisschen viel und Lubricant ist voll, ja. Aber schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Und wir haben viel Wasser, ja. Der ist bald leer. Baumfarm, ja, für die Baumfarm kann ich schon ein bisschen Resin abbauen, ob ich sie irgendwo hinstellen kann. So, mach bitte da draus komplett Bäume. Also Seeds. Dann gib mir bitte die. Gib mir bitte die, falls ich das nächste Mal unten bin. Und gib mir jetzt bitte. Wow. Wir haben nicht so wirklich viel, ha? Eisen. Wo ist das Problem? Die Dinger hier schmelzen nicht schnell genug. Ja, wir bräuchten die besseren Furnace. Habe ich die schon erforscht? Wenn wären sie... Was? Wenn wären sie hier? Nee, sollte eine Priorität sein, sonst kommen wir hier echt nicht hinterher. Kannst du übrigens weg. Ja, muss ich erweitern. Wir kommen hier echt nicht zu Rande sonst. Du da, du da, du Fuel Blocks. Dum, 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 dum. Da,
Fließband nach unten. So. Ein Ticken mehr. Ein ganz kleines bisschen mehr Eisen. Ist doch schon mal schick. So, du brauchst weiter grüne Ärmchen. Habe ich was vorbereitet? Wir sind nicht mal bei 50% Forschung mit denen. Was jetzt nicht ganz so schön ist. Hier. Und hier. Und jetzt die Fuelblocks. Also hier keine Fuelblocks rein. Da, wo es so doll dampft, da überall Fuelblocks rein. So, 300. 300. Ungefähr 300. Hey, ich freue mich schon auf die Requester-Chest später. Ist dir doch recht praktisch. Du. 100, 200, 300. Oh, ich komme jetzt hier gar nicht mehr durch. Das ist unpraktisch. 1, 2. Aber ich kann ja von hier rum daran. Genau. 100, 200, 300. 100, 200, 300. So, Rest da rein, dann passt das schon. So, Performance ist bei 50 bis 70% rum, nur mit den sauberen Engines. Ist jetzt allerdings auch nicht so die Welt. Hier bei dem Production-Wert rechnet er jetzt aber auch mit rein die möglichen dreckigen Steam-Engines, ne? Ja, ich glaube schon. Trotzdem hätte ich hier gerne noch eine Reihe. Mindestens noch eine Reihe. Smog? Ja. Und genau deswegen würde ich ganz gerne die Farm aufstellen. Weil der Smog sich doch wieder langsam Richtung Basis da bewegt. Und ihr seht diesen Pulseffekt hier ganz kurz aufflackern. Das heißt, dieser Rahmen, den wir hier sehen, an Smog, ist nicht die eigentliche Grenze. Da ist nochmal jeweils ein Chunk drumherum, wo denn so ein bisschen Smog ist, den sie auch schon schnüffeln könnten. Das heißt, wir sind nur noch so ein, zwei Chunks entfernt. Mal wieder. Dafür hatten wir auch schon hier den Wald gebaut. Ich denke, ich setze jetzt aber hier nochmal diese Dinger hin. Nicht dahin, sondern... So. Könnte ich jetzt automatisieren? Will ich aber nicht wirklich. Weil dann müsst ihr wieder Strom hier hinbringen. Was weiß ich. Mir geht es erstmal nur darum, dass wir hier die Samen reinschmeißen können und dass wir später Rubber Seeds rausbekommen, ohne dass ich mit der Axt immer wild rumklicken muss. So. Das heißt, das Feld bepflanzt sich jetzt selber, das wächst von alleine, das baut sich von alleine ab. Und sobald das Feld später leer ist, also ich sehe, dass das Feld leer ist, gehe ich dahin, hole die Seeds ab. Verarbeite den Rubber ab, verarbeite den Rubber zu Seeds, schmeiß wieder genug rein, damit sich das Feld füllen kann. Das wären 7 mal 7, 49. Und den Überschuss schmeiße ich dann da rein. Solange bis wir genug haben, um alle drei Farben durchgehend zu belaufen und dann gucken wir weiter. Aber es dauert jetzt ein bisschen. Mein Crafting hat gerade nichts zu tun. Dann bau doch bitte grüne Ärmchen. Mehr die da. Das wird langsam wieder langsamer. Da. Chips her. Du brauchst die grünen Ärmchen weiterhin. Was habe ich da gerade alles geklaut? Nein, ich hab den... So. Draht. Ja, Draht, du. Gib das Draht her, dann nimmst du auch das Kupfer von da wieder weg. Okay, du. Hier, ein Stack Draht. Du da. Ein Stack Draht. Du den Rest. Dafür nehme ich die. Du bist da am Werkeln, du bist da am Werkeln. Du arbeitest gar nicht, weil du voll bist. Das ist okay. Hält es genug Ressourcen für alles. Ja. Schön. Du brauchst Eisenzahnräder. Da müssten wir ein paar da haben. Genau.
Nom, nom, nom. So, was nun? Ich habe den Strom ausgebaut, wie es geplant hatte. Ich habe die Farmen ausgebaut, wie es geplant hatte. Wir haben einen Drill mehr gebaut, was wieder mehr Smog bedeutet, wo ich noch keine Module reingehauen habe. Zwei Pollution-Module bitte. Drei Pollution-Module bitte. Muss ja nicht sein, ne? Wir stellen gerade extra Farmen auf, um Smog zu reduzieren, und dann bauen wir einfach ein Mining Drill hin ohne Smog-Module. So, schon besser. Der Rest hat, ne? Jo, 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 jo. Okay. Dann. Uff. Oh, ist nicht ganz voll geworden. Okay. Und du ziehst jetzt nach Norden. Zum See. Ah, das weiß ich immer noch nicht. Also, ob das wirklich mit dem Wind zusammenhängt oder nicht. Ist ein wenig komisch alles. Also gefühlt ist es so nach dem Laden. Oder wenn man lang genug spielt, dann wechselt er. Aber das dauert halt ewig, bis er das updatet. Ha. Na gut. Das läuft, das läuft. Grüne Tränke sind da. Blaue Tränke. Haben wir 20 Stück. Wird nicht reichen, aber ist ein guter Anfang. Hälfte da. Hälfte da. 150 brauchten wir allgemein. Es fehlen noch 40%. Also so 65 rum. Ich hätte echt gedacht, dass das ein Ticken schneller geht. Aber was soll's, gib her. Was machen wir dann? Weiß ich nicht. Ich könnte einen Zeitraffer machen. Ich glaube, das wäre auch in eurem Interesse. Also ich mache jetzt einfach einen Zeitraffer und melde mich wieder, wenn die Forschung so weit ist und die Ressourcen so weit da sind, dass die ersten Roboter fliegen. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Deswegen mache ich jetzt so eine Art Mini-Cut. Dann fängt der Zeitraffer an und der ganze Rest der Folge ist nur Zeitraffer. Also das könnt ihr alles überspringen, wenn ihr wollt. Ich melde mich natürlich wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert. Also denn, bis gleich.